Wenn das Laub sich verfärbt und die Tage kürzer werden, wird es Zeit, es sich gemütlich zu machen. Viele greifen dann zum Buch, andere zur Wolle und Strickzeug. In der Stadtbibliothek in Nippes lässt sich jetzt beides verwirklichen. Dort treffen sich jeden Dienstagnachmittag strickbegeisterte Frauen jeden Alters und aus verschiedenen Kulturkreisen, um ihrem Hobby zu frönen. Die Idee hatte die Bibliotheksleiterin Zita Jenniges Anfang diesen Jahres. Ja, die Idee stammt eigentlich aus Amerika. Meine Chefin hat da einen Besuch gemacht in einer anderen Bibliothek und hat begeistert von den Strickkursen erzählt und hat eben in den Bibliotheken hier rumgefragt, ob das nicht jemand machen möchte. Und ich habe immer hin und her überlegt und habe gesagt, ob das hier wohl was wird. Aber dann hat die Heidrun Hübner, die hier als Ehrenamterin schon lange gearbeitet hat, mir ein paar wunderbare selbstgestrickte Socken geschenkt. Und dann habe ich gedacht, ach, das wäre doch ein Versuch wert, das auch mal hier zu probieren. Die Idee wurde dann auch schnell in die Tat umgesetzt. Aber zunächst wollte die Teilnehmerzahl nicht über 3, 4 Frauen hinaus anwachsen. Und dann haben wir irgendwann mal die Rundschau eingeladen, haben gesagt, sie soll doch mal einen Artikel darüber schreiben. Und das ist auch ein sehr netter Artikel geworden. Und daraufhin sind ganz viele aus dem Viertel gekommen und haben gesagt, ja, das wussten wir ja gar nicht, das ist ja eine super Idee. Und dann ist es in kürzester Zeit einfach ein funktionierender großer Kreis geworden. Inzwischen haben sich den Strickmamselcher über 17 Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen angeschlossen. Und, ich würde sagen, ein Drittel bis fast die Hälfte kommen aus fernen Ländern. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, auch wenn man gar nicht so richtig gut Deutsch sprechen kann, sich über diese Fachsimpeleien, übers Stricken einfach auch zu verständigen und auch mal zuzuhören. Und das ist gerade eine besonders gute Gelegenheit. Als erste Frage, wie hast du von den Strickmamselchen erfahren? Oh, ich habe meine Tageszeitung gelesen und da ist ein Magazin, das ich immer studiere, und da habe ich den Artikel gelesen. Fröhliche Menschen und wir stricken zusammen und jede von uns würde zu Hause alleine stricken. Und das ist schön, dann einen gemeinsamen Termin zu haben und was dazu zu lernen. Ich habe also ganz viele Sachen gelernt. Das Neueste, was ich gelernt habe, ist die Bumerang-Ferse. Und ich habe aber auch den Möbius-Schal hier gelernt und ich habe diesen Zackenschal, diesen Drachenschal gelernt. Alles Sachen, die ich nicht gemacht hätte. Ich war oft da hier in der Bibliothek und dann habe ich unten gesehen, dass es so Stricktag gibt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist interessant. Und ich bin bei uns in Afrika, Wolle, gibt es gar keine Beziehung zur Wolle. Und dann, ich fand es so sehr schön, dass man stricken kann. Ich wollte es lernen, Ja, und dann bin ich oben gekommen, habe ich nett empfangen. Und wenn ich was weiß, wird mich geholfen. Und auch, dass ich einfach die Atmosphäre, es ist ja ganz anders. Ja, ich hab nie so zusammen und alt und Jugendliche getroffen, die so ganz miteinander umgehen, also so gut umeinander umgehen. Ich bin die Einzige hier, die mit dem Kopftuch, aber ich falle irgendwie in diese Gruppe gar nicht auf. Und das finde ich richtig so aufgenommen. Genommen, ja. Ich habe viel Interesse für das Stricken. Ich stricke gerne. Ich habe das gehört, es gibt hier eine Gruppe, die stricken und so. Dann habe ich schnell die Adresse gefunden und ich habe mich Weg gemacht und hier gekommen. Und jetzt seit 4 Monaten bin ich hier und ich bin total zufrieden. Und die ganze Woche, ich warte auf Dienstag, dass der Dienstag kommt und ich hier komme und ich stricke hier. Ja, dadurch, dass ich regelmäßig in der Bücherei bin mit meinen Kindern, habe ich dann irgendwann mal euren Anzeiger da gesehen, vorne an der Kasse. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja was für dich. Und dann bin ich seit dem ersten Tag, seit dem 12. November 2013 hier mit euch zusammen. Du bist ja hier mit unserer Gründungsmitglied. Was gefällt dir an dieser Runde am besten? Also die Unterhaltungen, was dabei gestrickt wird und gelacht wird und erzählt wird von früher, wie das war
Umgang mit Wolle und neue Strickmuster, unser Möbius-Schal und diverse andere Sachen, dass man sich gegenseitig ersetzt, unterstützt und einfach dabei gleichzeitig auch noch so schön plaudern kann. Im Mai diesen Jahres entstand dann die Idee, für eine Tombola zu stricken und den Erlös der Kinder- und Jugendeinrichtung Take 5 zu übergeben. Also wir waren unglaublich gerührt und geehrt und es ist für uns wirklich eine unglaubliche Summe und vielen, vielen Dank. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Das war unglaublich. Und jetzt möchte hier Rufiat noch was vorlesen. Vielen herzlichen Dank für Ihre großzügige Spende von 631 Euro. Wir, das Take 5, freuen uns sehr über den wichtigen Beitrag. Wir wollen damit den Grundstein für einen Kiosk im Take 5 Lager legen. Vielen, vielen Dank. Genau, richtig. Also wir haben zu danken. Wie gesagt, dass jemand an uns denkt, das passiert nicht so oft. Deswegen, wir wissen das wirklich sehr zu schätzen und wissen auch, was da für eine Arbeit auch dahinter steckt. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass Sie auch an die Jugend noch denken und uns damit helfen können. Und wir werden wahrscheinlich da ein kölsches Bütchen in unser Lokal machen, also in unsere Einrichtung. Und werden dort ja, das Pendant zu dem Kiosk sein und da mit gesunden Sachen probieren, gesundes Essen cool sein zu lassen. Zu kreieren. Genau, richtig. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, wirklich. Die Jugendlichen revanchierten sich mit selbstgebackenen Plätzchen und jede Strickmamsel erhielt eine Rose. Obwohl so eine Gruppe Unruhe und Mehrarbeit für die Mitarbeiter bedeutet, ist die Bibliotheksleiterin Frau Zita Jenniges sehr erfreut, dass das Angebot so zahlreich angenommen wurde. Die Bibliothek soll ja nicht nur Bücher verleihen, sondern das soll ja auch ein Treffpunkt sein. Und das ist eben einer der Möglichkeiten, einen Treffpunkt zu schaffen. Und das muss eben dann einfach möglich sein. Und es ist auch so, dass, also am Anfang habe ich sehr viel mehr gemacht, aber die Strickmamselcher selber machen ja auch sehr viel und räumen dann das Geschirr dann weg und fragen auch immer sehr hilfsbereit, was können wir machen. Also jetzt ist das gut zu schaffen. Ich bin ja begeistert, wie viele Mitglieder der Kreis hat und wie viele sich da regelmäßig treffen und wie gut die Stimmung ist. Also für mich ist das optimal. Ich hoffe, dass es einfach eine Zeit lang noch so weitergeht und für alle so erfreulich ist. Wir haben ja jetzt gerade diesen schönen Basar gemacht und sind jetzt erstmal ganz zufrieden und stricken jetzt erstmal wieder jeder für sich selber was Schönes. Oder für die Enkelkinder oder die Töchter oder Freundinnen. Ich wollte mich nur bedanken für das Geld, was sie uns gegeben haben. Und das finde ich total süß, dass sie uns ausgewählt haben. Das ist eine große Ehre. Danke vielmals. Also ich empfehle den Jugendlichen, die müssen alle Take 5 kommen. Ja. Das ist am allerbesten in der Ulmer Straße.